Erst kürzlich hat Drake die 50 Milliarden Streams bei Spotify geknackt und damit eine Marke erreicht, die für andere Musiker scheinbar unerreicht bleibt. Er führt seit Jahren die Liste an als bester Rapper und Musiker in jeder Kategorie. Und das ist einfach nur heftig. Doch das war natürlich nicht immer so. Denn im August 2006 wurde Drake als Support dazu gebucht für eine Show von Ice Cube. Während der US-Rapstar zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich mehrere tausend Dollar kassiert hat, ging Drake mit gerade einmal 100 Dollar wieder nach Hause. Dies hat er gepostet, damit viele junge Musiker motiviert bleiben und an ihrem Traum festhalten. Denn heute macht Drake Millionen und verdient während er schläft sein Geld. Die Zeiten mit 100 Dollar sind also vorbei, denn er ist einer der bestbezahltesten Rapper weltweit.